Am 4. Juli erblickte im Affenhaus ein ganz bezauberndes Baby das Licht der Welt. Rollaway Meerkatzenmama Manu hat ihr drittes Kind im Duisburger Zoo geboren. Heimisch sind sie hier aber nicht. Wieso sie jetzt trotzdem hier bei uns in Duisburg wohnen, hat einen traurigen Hintergrund. Die besondere Art der Rollaway Meerkatzen ist in ihrer Heimat fast ausgerottet. Rollaway-Meerkatzen leben an der Westküste von Afrika, Ghana und so weiter. Und in den Bereichen wird rigoros Regenwald abgeholzt. Und die Tiere werden gejagt. Wie wir hier in Deutschland auch Rehe oder Hasen jagen, werden da Affen gejagt, um die zu essen. Und das ist natürlich fatal, wenn dann so eine seltene Art auch noch bejagt wird. Die größte Bedrohung ist aber der schwindende Lebensraum. Rollaway-Meerkatzen leben hauptsächlich in Bäumen und sind sehr zur Freude vieler Zoobesucher tagaktive Tiere. Den Namen haben sie aufgrund einer eher lustigen Tatsache erhalten. Denn die Meerkatzen haben weder etwas mit Wasser noch mit Katzen zu tun. Ihr Name entstand durch einen Übersetzungsfehler. Die heißen Meerkat auf Indisch. Und irgendwer hat da mal eine Meerkatze rausgemacht. Also der hat mit Katze überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Affe wie jeder andere Affe auch. Manu ist in ihrer Mutterrolle eher routiniert. Das kleine Äffchen ist insgesamt ihr fünftes Baby und das dritte in Duisburg. Sie weiß genau, was sie tut, auch wenn man sie mit anderen Müttern nicht ganz vergleichen kann. Die möchte das Baby nicht so gerne an sich haben. Affenbabys halten sich immer ganz, ganz intensiv fest. Und das tut ihr, glaube ich, weh oder sie ist sehr kitzelig und sie will es immer abhaben. Sie lässt das schon am dritten Tag, legt sie das irgendwo ins Gehege und lässt es alleine. Und wenn dann wir Pfleger kommen, dann wird es natürlich gerettet oder irgendwas anders, was gefährlich ist. Aber die ist da schon so ein bisschen nicht so, wie eine Affenmama sein soll, normalerweise. Sie ist aber sehr fürsorglich trotzdem, sodass wir damit gut leben können. Über die Namensgebung wird im Zoo noch heiß diskutiert, denn das Geschlecht des Affenkindes ist noch nicht zu erkennen. Da es aber am amerikanischen Unabhängigkeitstag geboren wurde, könnte dieser Punkt durchaus mit in die engere Auswahl der Namen einfließen. Wenn es ein Männchen ist, vielleicht nennt man Trump oder so, aber ich glaube, dann hat er kein schönes Leben. Wer demnächst also eine blonde Haartolle im Gehege der Rollaway-Meerkatzen findet, weiß also Bescheid. Aber vielleicht fällt die Auswahl ja doch noch auf Elvis. Oh,